Glaub es lieber, der Planet ist in vollem Vorbereitungsmodus. Er macht sich bereit, ein paar sehr große ankommende Energiewellen zu empfangen. Die Vision, die ich heute mit dir teile, ist etwas, das ich vor etwa einer Woche gesehen habe. Und ich brauche ein paar Tage, wenn es etwas so Großes ist, dann brauche ich wirklich ein paar Tage, um es zu integrieren, zu verarbeiten und wirklich mit dir teilen zu können auf eine sehr geerdete Art und Weise. Was ich sah, ich wusste nicht einmal, dass der Planet das tun würde, dass dies Teil des Aufstiegsprozesses ist. Aber jetzt, nachdem ich es gesehen habe, okay, macht es absolut Sinn. Lass mich bitte teilen, was es war. Ich bin nach Hause gefahren. Du kennst diese schöne Stimmung, in die man kommt, zufriedenes Fahren, durch die Natur, auf das Meer schauend und ich schaue auf die Berge und keine Sorge, ich schaue auch auf die Straße. Und plötzlich wird mir bewusst, dass da dünne Säulen aus Licht sind, Lichtstrahlen. Ich dachte, wow, was ist das? Das ist neu. Ich habe das noch nie zuvor gesehen und das ist einfach da die Straße runter, keine Gegend, durch die ich noch nie gefahren bin. Sehr vertrautes Gelände. Und da sind sie, diese erstaunlichen Säulen aus Licht. Sie waren beinahe, aber nicht ganz, fast durchsichtig, eher wie wenn ein schillerndes Licht sie ausfüllt. Und meine erste Frage ist, du weißt schon, was ist das? Ist das etwas, das hineinkommt in die Erde? Ist das etwas, was heraufgebracht wird, von der Erde ausgeht? Was ist das? Fast so wie Röhren. Also denke ich, was könnte das sein? Und wie der Gedanke gedacht ist, in dieser interaktiven Vision, meine Geistführer sind da, mein Team ist da, die ganze Crew ist da und sie geben mir Rückmeldung darüber, was ich sehe. Und was sie mir erklärt haben, war, dass was ich sah, ist ein Phänomen, das jetzt gerade überall auf dem ganzen Planeten stattfindet. Der ganze Planet ist übersät mit diesen Lichtstrahlen, mit diesen Lichtsäulen. Und was sie tun ist, sie werden von der Erde selbst geschaffen. Sie kommen aus Gaias Bewusstsein und ich möchte, dass du sie dir wie eine Art von Empfänger vorstellst. Warum? Weil Gaia spüren kann. Alles, was mit Gaia verbunden ist, jedes Wesen mit Bewusstsein, das mit der Natur verbunden ist, ein Teil der Natur ist, weiß, dass da eine sehr große Welle an Energie hereinkommt. Und jedes menschliche Wesen wird sagen, wann? Wann wird es passieren, weil der menschliche Verstand einfach so funktioniert? Gib mir ein Datum, gib mir einen Zeitpunkt. Ich kann es nicht, ich kann nur sagen, es steht unmittelbar bevor. Und weiß ich, was unmittelbar heißt? Nein, aber ehrlich, es ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht das Wann, es ist das Wow. Das Wow, der Planet ist in vollem Vorbereitungsmodus. Er schickt also diese Empfänger herauf, sich vorbereitend die Welle aus kosmischem Licht aufzunehmen, damit sie geerdet ist, bis hinunter in den Kern, bis hinunter ins Innere der Erde. Und dadurch ermöglicht er denen auf der Oberfläche, das bist du, das bin ich, das ist deine Familie, ermöglicht uns auf der Oberfläche, dem gesamten Pflanzenleben und den Tieren, diese riesigen Aufstiegswellen besser anzunehmen und zu integrieren. Wellen in der Mehrzahl, die jetzt hereinkommen. Und wir sprechen oft über den Flash. Ich habe ein paar Videos gemacht. Ich werde sie in der Beschreibung unten verlinken. Wenn du auf YouTube bist, kannst du sie dir ansehen. Nichtsdestotrotz, der Aufstiegswelle gehen zahlreiche Strömungen, zahlreiche Energiewellen voraus. Und wir bemerken sie monatlich, wöchentlich, täglich. Wir sprechen über ankommende Energien. Und was diese ankommenden Energien sind, sind wir, die kosmisches Licht erfahren, es anziehen durch den Planeten, durch die Körper und lernen, wer wir sind in der Gegenwart einer neuen, hochenergetisch kodierten Frequenz, die uns eigens rückverbindet mit unserer ursprünglichen Wahrheit und unserer ursprünglichen Blaupause. Das an sich ist monumental. Aber wenn diese Lichtwellen auf den Planeten kommen, werden sie vom Körper aufgenommen und du weißt es bereits, sie verursachen Umbruch. Wir nennen es Umbruchsmomente, wir nennen es Aufstiegssymptome, aber es sind nicht wirklich Momente, nicht wahr? Es waren einmal eine Woche da, ein paar Tage dort. Jetzt ist es mehr wie ein täglicher Prozess, diese Aufstiegssymptome, die wir erleben. Also kannst du dir vorstellen, dass wenn größere Wellen aus Licht auf den Planeten kommen, dass der Zustrom an Energie in den Körper überwältigend ist. Und wenn wir zur großen Welle kommen, zur Mutter aller Aufstiegswellen, die wir das Ereignis nennen, wenn wir zu dieser gipfelnden Welle kommen, wie werden die Körper das bewältigen? Wie werden wir das alles integrieren und aufnehmen? Ja, jeder Tag ist Übung und manche von uns sind geübter als andere.
Was die Erde also als Mittel zum Zweck entwickelt hat, durch das sie dieses kosmische Licht und Bewusstsein in sich selbst erden kann, sodass es... Es ist ein windiger Tag, es ist ein heißer, windiger Tag, heute die schlimmste Kombination. Wie auch immer. Die Erde erdet diese Energie in sich selbst, sodass es fast so ist, als ob sie... Es ist ein lustiges Wort, das ich verwenden werde. Es kannst du sie dir als vorverdaut vorstellen, dass die Erde diese Energie für uns vorverdaut, sodass sie, wenn sie aufsteigt, wie sie es natürlicherweise tut, aus der Erde, sie buchstäblich geerdet ist. Denk daran, dass alle Energie danach strebt, geerdet zu sein. Denk an Elektrizität. Der Grund, warum man einen Stromschlag bekommt, ist, weil der Strom den Boden sucht. Das kosmische Licht wird dasselbe tun. Also dieses erstaunliche Phänomen geht auf dem Planeten vor sich. Und weißt du, was die Lichtsäule erschaffen hat? Und weißt du, wo auf dem Planeten reichlich davon sind? Das war für mich, ich habe noch nicht einmal ein Wort dafür, um dir zu sagen, wie bedeutungsvoll das für mich war. Die Lichtsäulen sind vermehrt genau in dem Bereich, wo sich ein Lichtarbeiter befindet. Sie sind also verdichteter, abhängig von deinem Aufenthaltsort und wirksamer, abhängig von deinem Bewusstsein und deiner Frequenz. In gewissem Sinne ist jede einzelne Person, und ich möchte dir sagen, was mit dem Wort Lichtarbeiter gemeint ist. Wir werfen oft damit um uns. Ich bin ein Lichtarbeiter, du bist ein Lichtarbeiter, bin ich ein Lichtarbeiter? Was ist ein Lichtarbeiter? Ein Lichtarbeiter ist jeder, der mit dem Licht arbeitet. Es ist so wortwörtlich und so einfach. Es ist jeder, der mit dem Licht arbeitet, und mit Licht meine ich höheres Bewusstsein. Wenn du höheres Bewusstsein in den Körper erdest, es trifft auf einen Lichtarbeiter. Wenn du höheres Bewusstsein in deinem Körper erdest, musst du es nicht zur Erde lenken. Es wird den Boden automatisch suchen. Und durch das Suchen, das Automatische, schafft es Raum für diese Lichtsäulen, um sich zu verankern. Sie sind also vermehrt an bestimmten Orten, und das ist auch der Grund, warum wir Lichtarbeiter verteilt sein mussten. Wie oft haben wir als Lichtarbeiter versucht, spirituelle, bewusste Gemeinschaften zu bilden? Zum größten Teil haben sie nicht funktioniert. Und der Grund dafür ist, weil wir verteilt sein sollten. Überall auf diesem herrlichen Planeten sein sollten, damit wir ein Teil dieses Phänomens sein konnten, das geschehen musste. Die Erde hat sich also wirklich zum Kanal für dieses kosmische Bewusstsein gemacht. Die Aufstiegswellen sind nun in der Lage, direkt in den Boden zu fließen. Nicht notwendigerweise in einen menschlichen Körper und dann in die Erde. Es geht direkt in den Boden zuerst und von der Erde hinauf in die Körper. Und mach keinen Fehler. Das bedeutet nicht, dass wir davon befreit sind, die Einflüsse zu spüren. Es wird einfach nur sehr viel machbarer sein. Aber um deutlich zu sein, was damit gemeint ist, das bedeutet nicht, dass du keine Aufstiegssymptome haben wirst. Diese Aufstiegssymptome, die wir erleben, sie werden nur noch heißer, größer, umfangreicher, mehr, je näher wir der Aufstiegslinie kommen. Und was ist mit Aufstiegslinie gemeint? Eine von mir in einem früheren Video verwendete Bezeichnung, und ihr wart wie, wow, was ist eine Aufstiegslinie? Der Punkt des Aufstiegs, die Linie, an der, denk an eine Zeitlinie, denk an eine Linie im Sand, bäm, da ist sie, das ist der Aufstiegspunkt, das ist die Aufstiegslinie. Wenn du dich der Aufstiegslinie näherst, die Aufstiegssymptome können dich flachlegen. Sie können so unerhört verstärkt sein, dass der Körper sie fast nicht mehr verkraften kann. Nicht weiß, wie er das Licht integrieren und aufnehmen soll. Tut mir leid wegen dem Fenster. Verstehe, diese Aufstiegssymptome waren nur... Ich weiß, du wirst es kaum glauben, wir sind erst am Anfang davon. Sie wärmen gerade erst auf. Okay? Also teilweise ist der Grund, warum diese Säulen da sind, um die Lichtcodes aufzunehmen und in den Planeten zu erden, um es den Körpern zu erleichtern, sie dann aufzunehmen. Also damit die Körper keine extra Arbeit haben, macht sie im gewissen Sinne die Erde. Gut gemacht an jede einzelne Person, die an einem Projekt teilgenommen hat, von dem sie nichts wusste. Aber alle wussten, ich bin hier aus einem bestimmten Grund. Weiß nicht, was es ist, weiß nur, dass ich hier bin, um mich zu reinigen, zu läutern. Und das ist wichtig, um dich auszurichten, auf etwas, das du, ich habe kein besseres Wort in der englischen Sprache. Ich habe wirklich nach einem besseren gesucht, aber was ich dir geben werde, ist ein ziemlich unbeschreibbares. Aber ich gebe es dir trotzdem, das Wort ist gut. Durch Sein in Gutheit, und mit Gutheit meine ich Reinheit. Wenn du das Richtige tust, wenn keiner sieht, wenn du Liebe aussendest ohne ersichtlichen Grund, wenn du es einfach machst, weil du es kannst und willst und dich berufen fühlst,
Diese Ebene von Gutheit, diese Ebene von Reinheit ist, wenn du Toxisches bereinigst, wenn du Dichte minderst, all diese stillen Momente, in denen niemand zusah, du aber trotzdem gearbeitet hast, all die Momente, in denen du an dir selbst gearbeitet hast, mit dem realen Gefühl von, ich komme nicht weiter, das ändert nichts, warum tue ich das? Das war eine große Frage. Viele haben Folgende zu mir gesagt. Angesichts der Tatsache, dass sich Heilung auf diesem Planeten verändert hat, und ich habe darüber einiges in meiner Community gesagt, wie wir geheilt haben, oh Gott, der lange, tückische, mühsame Weg der Heilung, das war schmerzhafter Schritt auf schmerzhaften Schritt. Wir haben ausgegraben, hinuntergegraben in die Vergangenheit und ausgegraben und an die Oberfläche gebracht. Es war belastend, erschöpfend, anstrengend, aber es gibt einen anderen Weg zu heilen, in den wir gewechselt haben, indem wir uns auf eine höhere Wahrheit ausrichten und direkt in sie eintreten. Heilung hat sich also verändert. Warum haben wir es dann auf die harte Tour gemacht? Wenn der einfache Weg verfügbar ist und es immer war, warum haben wir es auf die harte Tour gemacht? Und die Antwort ist, wir haben es auf die harte Tour gemacht, weil jedes Mal, wenn wir reingingen in die Dunkelheit, um Licht reinzubringen, so schmerzhaft es auch war, so mühsam es auch war, so vergeblich es schien, und weil haben wir uns nicht einfach gedreht, Kreis um Kreis um Kreis und immer wieder dieselbe Sache durchgemacht, wieder und wieder. Jedes Mal, wenn du das gemacht hast, hast du mehr Licht verankert, mehr Licht verankert, mehr von diesen Lichtsäulen geschaffen, die sich vom Boden aus nach oben erheben. Also unterm Strich führt es dazu, wie gesagt, es hilft dem Körper mit den Aufstiegssymptomen, ja, aber es gibt sogar noch etwas Größeres. Und das ist die Notwendigkeit für diese großen, katastrophalen Ereignisse werden abgeschwächt, die ein sehr großer Teil des Aufstiegsprozesses waren. Also wenn wir dem Aufstieg näher kommen, erfahren die Körper Aufstiegssymptome, aber ebenso die Natur und der Planet. Deshalb gibt es mehr vulkanische Aktivitäten, mehr katastrophales Wetter. Und schaut mich heute an, hier mitten im Winter, es ist warm, mir ist heiß. Ernsthaft, ich werde gegrillt. Es ist buchstäblich mitten im Winter und wer weiß, was mit dem Wetter los ist. Es ist eine verrückte Sache, aber es ist überall. Also Aufstiegssymptome sind nicht nur ein Phänomen, das auf die Menschheit beschränkt ist. Bei weitem nicht. Also der Planet, wenn diese Energie sich erden kann, bis hinunter in den Kern und Stabilität findet im Kern, verringert es, räumt es nicht vollständig aus, aber es verringert die Wahrscheinlichkeit von katastrophalen Ereignissen, der katastrophalen Aufstiegssymptome, in die sich die Erde selbst begeben hätte. Okay? Gut gemacht, Lichtarbeiter, aber wie in einem früheren Video gesagt, es beginnt gerade erst. Unsere Arbeit fängt jetzt gerade erst an. Kannst du das Bereitsein spüren, aber du arbeitest von einem anderen Platz aus. Also es ist nicht so, dass du die Ärmel hochkrempeln musst und dich wirklich reinhauen. Jetzt ist es eher so, okay, ich bin bereit, von diesem anderen Ort aus zu arbeiten, von dem ich noch nie aus gearbeitet habe, von einer neuen Perspektive, von diesem anderen Blickwinkel. Das ist es, worum es jetzt wirklich geht. Ich werde mehr in meiner Community dazu teilen. Wenn du dich gerufen fühlst, mitzumachen, schau dir die Bio auf Instagram an und schau in die Beschreibung hier auf YouTube. Alles Liebe!